Also kommt zur Special-Folge von Soulwork, will ich jetzt mal sagen. Folge bei mir in Anführungsstrichen 27. Verwirrend alles. Da ist das Herzchen-Ding. Herzchen-Brillen-etwas-Ding. Ja, Zero, du bist Da. auch wieder am Start. Zero! Zero-Ding. Ja. Und Das war ja. so schlimm, Zero, das war so schlimm. Die drei Folgen, die waren schlimm ohne dich. Aber warte Ja, mal, wir keine Wunder. wollen. Warte mal, bevor ich jetzt hier gerade ausarte. Wir machen jetzt quasi auch für die Leute auf meinem Kanal, die wo gucken, die zwei, ein, halber, keine Ahnung. Anderthalb. Dieser Mensch ist davor. Ja, genau, wir holen jetzt quasi im Zero seine Geschichte hier nach. Ja? Das machen wir jetzt in einer Folge, zack, zack, klack, klack, und dann löp der Löris. Okay, dann geh mal mit den Leuten da quatschen. Genau, ihr hört jetzt in Zero alles durchskippen. Ach, ich kann eh nicht auswählen, weil Zero hier der Meister ist in der Gruppe jetzt. Von daher, ja, wir holen jetzt heute alles nach und dann geht's in der nächsten Folge auch schon mit der Story weiter. Aber Sivo, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin wirklich froh, Yay. weil ich weiß nicht, ob das dich irgendwie interessiert hat, aber wenn du die Folgen, wo du nicht dabei warst, verfolgt haben solltest oder noch verfolgen willst, keine Ahnung. Ich setze dich jetzt auch hier nicht unter Druck. Oh, cool, guck mal, die haben eine Sag's Neuigkeit. es. Ja, geil! Jetzt sieht man uns endlich. Ja, geil, Alter. Oh, ich versuche mal das zu editieren, dass da unsere Köpfe drauf sind. Aber ich kann nichts versprechen. Ich verspreche nichts. In den drei Folgen, wo du nicht da warst, ich meine, das war schon cool. Ich habe mich endlich mal nicht wie ein Stück Scheiße gefühlt neben dir, sondern wo nichts kann. Aber ich habe mich in der Charakter. In der. Oh Gott, mein Deutsch. Ich habe mich in der Charakteristik der NPCs verloren. Aber komplett. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich habe zwei Soul-Sequenzen, glaube gefunden. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Zwei Soul-Sequenzen müsste ich gefunden haben. Ja, aber ich bin froh, dass du wieder da bist, weil. Keine Ahnung, ist. Du hattest es in einem Video von dir gesagt, ich weiß aber nicht mehr welches. Du kannst mir vielleicht da gleich helfen, dass du erstmal nicht am Start bist, weil Gründe. Und da wollte ich einfach nur noch mal sagen, dass es überhaupt null dein Fehler war, weil du hast ja irgendwie erwähnt mit, dass du keine Zeit hattest oder so. Ja, ich hatte das einfach komplett, nur noch mal, um das klarzustellen, ich hatte das selber komplett verplant, verpeilt, aber komplett. Ui. Und da kann der Zero halt echt übel gar nichts für. Weil, wenn ich halt irgendwas, wenn ich halt nachts um zwei, halb drei merke, mir reichen die Aufnahmen für den Urlaub nicht. Ja, dann kann der Zero halt echt wenig tun, wenn er um 7 Uhr nächsten Tag arbeiten muss. Ja, also ich würde dem Zero da 0,0 Schuld zuweisen, weil das war einfach, ich habe es einfach verplant. Ich habe die Zeit komplett unterschätzt. Ich hatte auch noch nie, ich hatte 35 Videos vorproduziert und Alter. ja, das habe ich einfach nicht richtig eingeschätzt. Das war komplett mein Scheiß. Jo, guck mal, 3 Minuten und wir sind schon am Ende vom ersten Ding alle. Also, welche Schwierigkeit ist das nochmal? Normal. Normal, ja gut, das läuft, ihr geht ja. Oh, der Super Armor Break, Bruder, oh, geil. Ich kann meine Emotionen kaum zurückhalten bei 50 FPS. Also, wenn. Ihr wollt mich verarschen, oder was? Was ist denn das? Was ist das? Warum kriege ich jetzt nur ein S an? Was lag da? Hä? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich bin komplett weggedisst worden von dem Spiel. Aber komplett. Wie immer. Komplett. Und ich fühle mich wieder wie ein bedeutungsloses Stück Scheiße. Ach, ist das Kacke. Oh Mann. Oh Mann. Okay, pass auf. Wir hatten tatsächlich noch. Aber mal, ja, egal. Komm, wir gehen direkt rein. Keine Kanalwechselerei hier. Hier geht's direkt Schlag auf Schlag. Zack, zack, zack. GZ. Zero, habe ich gar nicht bemerkt, dass du 18 gekommen bist. Glückwunsch. Pass auf. Ich habe ja tatsächlich auch wenn man es nicht glaubt, noch ein Privatleben. Und in diesem habe ich jetzt wieder. Ich sage wieder, weil in meiner Kindheit früher gab es noch nicht so ultra viele Animes, ja. Aber ich habe mich jetzt wieder ein bisschen in der Welt verloren. Ja? Was mir aber gefällt, was ich geil finde. Und dazu. Lol, was war denn das? Von mir. Lol.
Guck mal, vielleicht hier irgendwo eine Soul-Sequenz? Nö. Okay. Ja, und da gehört aktuell Sword Art Online dazu. Ja. Und ich muss sagen, für das, dass das in Anführungsstrichen eine Miniserie ist, in Anführungsstrichen, also es hat jetzt keine 100.000 Staffeln so, sondern halt zwei. Das ist ein normaler Anime. Ja, also alles völlig legit. Ja, aber wenn wir jetzt gucken, Detektiv Conan oder One Piece. Das sind keine normalen Animes, das sind Serien. Hier ja, schon. Das ist wirklich krass. Normale ja. Animes haben meistens so 12 bis 24 Folgen pro Staffel. Ja. Ja, und da ist das jetzt so. Sword Art Online. Und ich habe mir das so angeguckt und denke mir so, boah, das Zero ist ja auch so ein Anime-Typ eher, ja, der mag das ja auch. Ich frag den mal, ob er es kennt, ja, keine Ahnung so. Und keine Ahnung, es kam halt die Reaktion, was ich eigentlich hätte erwarten müssen, aber nicht erwartet habe. Es kam einfach vom Zero direkt. Ah ja, klar, Sword Art Online, kennt man ja. Kennt man. LOL, ich bin Level 20, was? Ja, scheiße, stimmt, wir haben ja jetzt hier das Event am Laufen. Leute, da müssen wir auch direkt anteasern. Oh, stimmt, ich sehe gerade, ich habe jetzt schon wieder 33%. Ja, Mann, wir haben hier gerade ein Event am Start. Warte mal, wenn dieser Fight jetzt hier rum ist, dann gehen wir kurz drauf ein. Ja, hier oben, Zündstoff-Event, 100% XP. Leute, das ist halt absolut belohnt. Es gibt einen neuen Charakter. Und den werdet ihr bis zur übernächsten Aufnahmesession, werden wir mit denen spielen. Ist das richtig, Herr Siros da? Ja. Das heißt aber auch, es ist jetzt natürlich blöd, den Stream anzuwerben, weil der Stream liegt jetzt, stand jetzt, weil jetzt ist ja Mittwoch, liegt der in der Vergangenheit, der Stream. Deswegen brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich danke auf jeden Fall jetzt schon mal auf diesem Weg an alle, die beim Stream dabei waren. Aber bei uns ist es aktuell Samstag. Bei mir immer noch direkt unmittelbar nach dem Urlaub. Und wir haben vor, morgen den neuen Charakter hochzuziehen. Und wir haben das beide vor. Und es wird geil. Vor allem, es muss keiner Angst haben, oder es musste keiner Angst haben. Ich bin schon wieder in der Gegenwart. Wir müssen ja Vergangenheit sprechen. Es musste keiner Angst haben, dass viel Story kommt. Weil wir kennen ja alles schon. Wir haben ja storytechnisch haben wir alles schon mal gemacht. Alle, Jo, ballern wir alle! Ah, aua! Puh. Komm, die Ameisen jetzt down, Bruder. Drauf, drauf. Ah. Oh, Junge. Oh, scheiße, ich bin gar nicht auf 7, lol. Lol. Und jetzt gibt's hier Bonus-Damage, Alter. Bruder, mal. Oh scheiße, ich hab wieder. Oh Gott, meine fetten Finger wieder. Jawohl. Also wenn das jetzt kein S Plus ist, Zero, da bin ich raus. Da bin ich raus. Dankeschön. Nice. Ja gut. Rote Kugel um mir rum. Ja gut, aber fuck, ich bin auch 2 Level höher als du. Das. Mann, ich bin so schlecht. Das gibt's doch nicht. So eine Scheiße, Alter. Ja, Mann, und jetzt, ich bin schon wieder komplett vom Thema abgewichen. Sword Art Online. Muss euch sagen, ich möchte jetzt hier natürlich nur ungern irgendwas anwerben, auch wenn man das nicht möchte. Ja, es wird eh keiner sehen, von dem her ist wurscht. Aber ich muss sagen, wer Anime mag, weil das, da musst du nicht Anime für lieben, um das Ding geil zu finden, du gehst direkt in die Serie. Ja, boom. Da muss man kein Anime für lieben, um den Anime wirklich zu mögen. Aber wenn du halt Zocker bist, auf MMOs halt stehst, so in dem Sinne, ich meine, da wird jetzt weniger drauf eingegangen, aber es geht halt darum. Also es wird halt nicht so detailliert drauf eingegangen, wie sich das, was für ein Monster-Lag, Alter, wie man sich das ja vielleicht wünscht. Aber ich muss sagen, das Ding ist ja mal so gut. Und ich habe jetzt bisher nur Staffel 1 gesehen. Das Ding, das hat Drama, das hat Witz, das ist geil. Und ich muss auch ehrlich sein, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Anime durchweg pervers wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man kennt unsere japanischen Kollegen, ja, die mögen es ja, bestes Beispiel One Piece, ja. High School DxD, oder Success, ja. Also, was ist denn New Devil? Ich hab da ein paar Beispiele, ich kann auch kurz meine Festplatte anwerfen. Ja, und da, ja, also, ja. Also, ja, Leute, das, ja.
ja, da ist halt ab und ja, an, ja. So, aber in dem Ding, das geht tatsächlich. Also die werden, glaube ich, einmal kurz, aber das ist nicht wirklich erwähnenswert, ja. Aber es ist, es ist, und es wird, der eine Moment, wo doch die von der Gilde da verfolgt wird und dann fällt die auf ihn drauf und er grapscht halt. Das ist doch normal. Ja, aber das ist, verstehst du, das kann ja wirklich passieren so. Nein, wirklich. Das... Er kennt's nicht. Ja, nein. Ja. Passiert mir immer, jeden Tag viermal. Ja. Ja, nein, aber ernsthaft, sowas kann passieren. Von daher bin ich... Da mache ich jetzt kein Auge so, ja. Und ich muss sagen, also SHO... Ich sag dir ganz ehrlich, der Zero, der hat mir jetzt auch gerade schon ein bisschen gespoilert. Aber es ist kein schlimmer Spoiler. Der hat einfach gesagt... Die Serie, die wird noch richtig gut mit der zweiten Staffel. Oder halt der Anime, der wird noch richtig gut. Und meinst du, der hasst die zweite Staffel? Ach so. Ja, das ist ziemlich zwiegespalten. Okay, ja, aber inwiefern unterscheidet... Das ist ja jetzt kein Spoilern, sondern du informierst mich jetzt ein bisschen. Was unterscheidet sich da? Weil in der ersten Staffel war ja mehr oder weniger, also ich werde jetzt auch nicht zu krass für alle anderen, die wo es vielleicht noch angucken wollen, spoilern, aber... Da geht's ja mit viel Liebe, Drama und Gegnern auf die Fresse hauen und Farben und zack und einfach cool, ja. Und dann, warte mal, aber die erste Staffel, die teilt sich ja dann auch in zwei Games auf tatsächlich. Ja. So, ist das bei der zweiten Staffel auch so? Weil ich muss sagen, ich hätte mir das gewünscht, dass es mehr in SAO, dass es, ich weiß nicht, vom Drama... Faktor her war das natürlich mit dem zweiten Game schon gut gelöst, ja, vom Drama-Effekt, dass da wirklich richtig fett Drama dahinter hängt, weil er findet ja quasi die Liebe seines Lebens in dem Spiel und die kommt aber nicht wieder zurück, sondern wurde nochmal gefangen und bla bla bla, ja. Also vom Drama-Effekt war, ja, vom Drama-Effekt her top, sag ich ganz ehrlich, top, ja. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr in SAO sind. Ich meine, die gehen ja am Ende von der ersten Staffel wieder zurück nach SAO. Aber sind die dann da in der zweiten Staffel auch? Das ist jetzt das, was ich mich frage. Nein? Die zweite Staffel ist komplett anderes Genre. Wie meinst du? Das kannst du nicht mehr wirklich als MMORPG zählen, wie die erste Staffel. Die erste Staffel ist dann mehr MMORPG-mäßig und die zweite Staffel ist halt was komplett anderes. Und ich hasse diesen Gegner. Du wirst schon sehen, was ich meine, wenn du das anschaust. Kannst du ihn stunnen oder sowas? Nein. Scheiße. Ich bin hier gerade aber groß zu heilen. Ja, dann heil. Weil ja, der hat... Die Dinger haben ein bisschen Cooldown. Ach scheiße, ja, weil der hat schon ein bisschen Schaden gemacht, der Kuh. Ja, ich drück eigentlich gerade dauerhaft Kuh mit durch. Ja, scheiße, und jetzt war eigentlich schon die Super Armor down. Ja, und dann konnte er sich wieder verpissen, der Drecksack. Wieder viel zu spät ausgewichen. Boah, ja, der kriegt ihn übel ab, Alter. Aua. Das braucht mal neue Lateina. Boah, Musik. Ach ja, pass auf, dann gehen wir noch. Dann. Jawohl. Na komm, lass uns noch mal. Auf welcher Stufe ist das jetzt, Zero? Das ist Mania. Ja, also. Ja, können wir ja locker drüber quatschen. Das ist ja kein Problem. Ja. Ja, pass auf. Aber was meinst du mit anderem Spiel? Inwiefern verändert sich die Serie zum LOL? Inwiefern verändert sich die Serie zur ersten Staffel? Weil erste Staffel war ja, die sind rein ins Game und die haben ja ihr Ziel gehabt, das mussten die ja schaffen. Und dann, ja, mussten die eigentlich 100 Ebenen schaffen, haben es aber auf 75 schon zum Ende geschafft. Von daher gibt es mir eigentlich Hoffnung, dass da noch was zu den Ebenen kommt. Kommt nicht, schade. Okay. Das ist ein komplett anderes Spiel, wo sie drin sind. Ja gut, aber mit was für einem Grund muss er sie wieder retten oder was ist da los? Ich krieg zu viel! Was ist das? Ich kann dir eins sagen, es ist nur Kirito in dem Spiel drin. Es werden komplett neue Charaktere eingeführt, außer Kirito. Also die anderen sind auch dabei, aber sie sind nicht in dem Spiel drin. Ja, was ist mit seiner Frau? Alles, was sie jetzt sagen würde, würde was spoilern. Ja, Bruder, aber wenn jetzt die Frau irgendwie verreckt oder so, Bruder, da habe ich keinen Bock drauf. Es stirbt niemand. Also keiner von den Hauptcharakteren. Ja gut, aber er muss sie wahrscheinlich wieder retten, oder was? Hat er gerade zugehört?
Ich hasse dich, Zero. Wieso? Du hast gerade zum dritten Mal dieselbe Frage. Ich hab dir jetzt schon zweimal beantwortet. Hä? Dann sag nochmal. Kirito ist der einzigste von den Hauptcharakteren, der in diesem Spiel drinne ist. Ja, aber das muss doch eine Begründung haben, warum seine Frau nicht da ist. Die wirst du auch noch erfahren, aber wenn ich sie dir sage, spoiler ich dich. Mann! So eine Scheiße. Ja gut, okay. Ja, nee, dann schließen wir mal das Thema SAO mal einfach ab. Alter, Alter, wie hier nur die neuen Charakter rumrennen. Ja. Ja gut, aber klar. Ist klar. Ja. Da gehören wir. Hätte man erwarten können. Übernächste, ja, in der nächsten Aufnahmesession gehören wir auch da dazu. Müsste noch eine Quest sein, oder? Ich muss aber Zeug verkaufen. Ja, dann mach ich das auch mal. Kann ich nicht mal die Quests abgeben, so voll ist mein Inventar. Lol, okay. Aber P und I, so. Weniger Schaden, 2% Abwehr. Angriff 13, ich glaube, ich behalte das Angriffsding. Shortman, okay. Oh mein Gott. Oben der Benko. Oder kommt so eine Scheiße rein, da kommt so eine Scheiße, diese Scheiße. Genau, das kommt alles da rein. Oh Scheiße, ich bin ja schon Level 20, ich könnte ja eigentlich schon die neuen Sachen holen. Jetzt noch drei Missionen. Drei Missionen noch? Ja. Ja gut, die ziehen wir halt einfach voll durch, würde ich sagen, oder? Ja. Oh Gott, die neue Ausrüstung, Bruder, die ist ultra gut. Die, wo du da kriegst mit... Warte ganz kurz, ich rüste es gerade noch kurz aus. I'm sorry. Ja, dann kann ich kurz probieren, jetzt geht's noch schon. Jetzt Level ab. Level 21 kriege ich noch hin, okay. Ja, jetzt gibt's noch die neue Waffe. Die neue Waffe, die ist schlechter. Warum ist... Aber deine, die du jetzt hast, wahrscheinlich aufgewertet ist, oder? Stimmt. 6 von 25 Stärkung. Na, siehst du. Ja, dann muss man mal die andere auch stärken, habe ich so das Gefühl, ha? Ja. Na gut, aber das machen wir dann. Ja, komm, hau rein, leg los. Wollen ja nicht noch mehr Zeit kaputt machen. Ich habe bei meinem ersten Skill habe ich jetzt Soul Plus. Dieses kleine linke Kästchen daneben kann ich jetzt anklicken. Ist das nochmal ein Buff von dem Skill oder? Ja. Ah, mega. Ja, auf jeden Fall, der Sonntagstream, der war, denke ich, doch mal höchst erfolgreich. Bruder, weißt du, was jetzt richtig peinlich wäre? Wir reden jetzt hier über den Stream vom vergangenen Sonntag und dann war der gar nicht, aus irgendeinem Grund. Das das wird auch garantiert passieren. Nein, das wird nicht passieren. Weil irgendwann dazwischen kam. Nein, ich möchte jetzt endlich mal mit dir streamen. Das ist jetzt so, wir haben Borderlands 1 letzte Mal vor 3 Monaten oder so. Hier. Wir wollten das eigentlich komplett durchsuchen. Wir müssen jetzt mal wieder streamen, Zero. Mein kompletter Twitch-Kanal ist schon wieder leer gemacht worden. Meine auch. Scheiße. Weiß das Mist. Okay, ich merke gerade, ich brauche hier die dicken Skills noch gar nicht rausholen, weil... Nochmal groß heißt nicht, obwohl es habe ich gerade bekommen. Hey, du Arsch! Perfekt.
rein, jawohl. So. Dann habe ich Zero, habe ich nochmal. Also pass auf, wir müssen ja Minimum jetzt mit der noch 3 Missionen spielen, ja? Ist das richtig? Ich habe jetzt 2 Missionen, die wir in dem Gebiet abschließen können. Ah, fett. Okay, also dann haben wir trotzdem noch ein bisschen Zeit. Aber das ist auch gut, das ist fein. Weil ich habe da noch ein kleines Anliegen. So. Immer schwierig. Okay, mega leck. Immer schwierig, wenn man zusammen Videos aufnimmt, dann das Interesse zu finden, die Videos auch zu schauen. Ja? Aber jetzt an dem Punkt muss ich sagen, hat der Zero, und ich mache jetzt auch einen riesigen Aufruf an der Stelle. Wer das auch direkt im Kommentar selber, in den Kommentaren bei mir selber als diese Stelle kennzeichnen. Da mache ich jetzt einen riesen Aufruf, und zwar schaut, wenn ihr Bock auf ein bisschen was Emotionales und was Storylastiges habt, schaut bei Zero vorbei, wenn er in seinem Undertale-Projekt. Ja? Und ein paar Failcuts sehen wollte. Nein, aber das ist doch einfach dein Stil. Akzeptiert es doch einfach, dass es dein Stil ist, Zero. Du failst einfach immer beim Cutten. Und leck mich am Arsch, Mann. War ich überrascht, dass vielleicht, du tatsächlich... Vielleicht lade ich meine Videos hoch. Ja, das ist natürlich auch geil. Aber... Die Variante gelöscht. Aber hey, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich hätte es niemals erwartet, dass du dann den einen Cut da durchziehst. Das hätte ich nie im Leben erwartet, Alter. Weil ich wartete. Achso, ja, da muss ich ganz Gegner gekriegt haben. Ja. Alter, das konnte ich auch nicht verlieren. Bruder, da ich meinen Cut, da habe ich einfach die Aufnahme beendet. Weil ich wusste, damit das Jahre dauern wird. Boah, yo, Alter, das... Ich war da aber wirklich ohne halbe Stunde dabei, ich hab da gewartet. Ich sag dir, so sieht's aus, Alter. Ich sag dir ganz ehrlich, das macht gerade richtig Bock, einfach nur rein zu grinden. Das macht gerade wieder richtig Bock. Und von daher, also ich sehe ganz, ganz große Chancen, dass der Stream gestern am Sonntag funktioniert hat. Also für uns morgen, aber... ja. Weil, Alter, wie viel XP wir bekommen? Ich bin jetzt schon Level 21. Junge, wenn wir morgen 3 Stunden durchziehen, haben wir das locker, oder? Ja. Fett. Aber bemerkst du Grafik? Lesen. Weil wir auch vor allen Dingen das lesen. Ja, aber jetzt allein schon durch den XP-Bonus, Bruder. Ja. Boah, das wird ja anders heftig. Ach komm, ich geh einfach direkt wieder drin. Wollen wir wenigstens da mal warte mal. Wollen wir dann wenigstens in diesem Stream, bei diesen zwei Charakteren unsere Namen mal aufeinander abstimmen? Egal wie. Bonnie und Clyde oder was weiß schon. Ich, irgendwas. Mal schauen, du Arschloch, du gibst mir eh wieder einen Korb. Mal schauen. Wie immer. Ja, du Pisser. Ey, legit, Leute, ich hab mir einen Charakter erstellt mit I Love Zero Star. Wie nennt er sich? Er nennt sich halt irgendwie anders. Ja, ist ja auch geil. Ist ja völlig wurscht. Vor allem, mich schwuchtelt er immer an. Ich gehe natürlich immer drauf ein, ist ganz klar. In den Kommentaren schwuchtelt er mich immer an. Ja? Und dann, wenn ich aber unsere Liebe gestehen will und die in die Öffentlichkeit tragen will, dann sagt er gar nichts mehr dazu. Frech! Also ich wusste, wenn man die Charaktere so lange benennen kann. Das hab ich nie ausprobiert, wie lange das geht. Ja, nee, so lange geht's ja auch nicht. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich Zero Star 4 mal die 01 machen. Aber jetzt, zu meinem Vorteil, hast du ja selber die Zahlen rausgenommen bei dir. No. Also zu meinem Vorteil. Aber die 4 mal die 01 haben nicht hingepasst. Oh, ich habe schon wieder eine Login-Belohnung. Also, du kriegst hier so viel Belohnung, das ist so heftig. Ja. Boom, 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 zack, alle. Ah! So, hab ich noch mal auf der Liste, was da besprechen wollen? Ja, dein Undertale-Projekt. Ich bin ja da jetzt noch nicht fertig. Bloß mich hat es gerade wieder ein bisschen hier ins Spiel reingezogen. Du weißt ja mittlerweile, dass ich mich echt leicht ablenken lasse. Ja. ja, aber ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht was für die Leute, die wo das gucken. Und leider, an dieser Stelle, leider hat sich das eigentlich im Prinzip noch keiner angeguckt. Leider. Deswegen da auch der Aufruf. Ich muss ehrlich sagen, nee, dann wäre das wahrscheinlich einfach zu viel, was ich jetzt sogar sage. Dann lasse ich das jetzt sogar. Oh, Glückwunsch, Zero! Hallo. Hey. Mega, Bruder! Aua, ich krieg 2800 Hit in mein Ohr. Weg, Junge!
Ich habe halt auch einfach schon wieder ein Viertel Level, Alter, übel heftig. Brutal. Ja, aber meinst du, wir bekommen dieses Mal diesen Eiferbalken runter morgen im Stream? Also Sonntag. Meinst du, wir haben den runterbekommen? Den Eiferbalken? Wird sehr eng. Ich bezweifle es. Warum haben die denn den überhaupt eingeführt, den Eiferbalken? Wenn du den eh nicht runterbekommst. Kommst du runter, oder? Du musst halt jeden Tag aktiv spielen. Ja, und dann, wenn du keinen Eifer mehr hast, dann bist du gefickt, oder was? Dann musst du halt einfach warten. So eine Scheiße! Und du hast halt Gegenstände, die du relativ häufig sogar bekommst, wo du Eifer aufnehmen kannst. Also eigentlich einfach nur, der Eifer ist einfach nur drin, um noch mehr, noch mehr Gegenstände ins Spiel einzufügen, ja? Ja. Geil. Aber mal, hier, also bevor... hatte ich mal eine Soul-Sequenz gefunden. Erzähl. Ja, ich weiß, aber ich hab die, mit dem Charakter habe ich glaube ich noch nicht. Aber ja, ich müsste ich doch. Ja, Wayne, rein! Ja, bevor mein Lager reset wurde aus irgendeinem Grund, hatte ich glaube ich zwei verschiedene Items, die Eifer erhöht haben. Ich glaube davon mindestens 20 Stück von beiden. Was? Bevor dein resettet worden ist, was? Ja, das wurde aus irgendeinem Grund resettet, ich weiß auch nicht. Das ist ja mal wohl schlecht, Alter. Ja, aber es war eh nicht so. Oh nein, das war dumm. Ja, wie immer. Nix wie immer. Oh, Zero! Ah! Danke, korrekt von dir. Was ist denn der? Ach, hinter uns! Ja. Den hab ich gesehen. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, ich habe in den drei Folgen ein bisschen gelernt auszuweichen. Nur ein bisschen. Weil das war ja auch schon anders schlecht. Alter, wie viel Life hat er noch, Mann? Unnormal. Scheiße, ach so, scheiße, aber jetzt kommt gar nicht drauf gedacht. Ich dachte jetzt, da der ja schon mal rot geworden ist, dass das jetzt war, aber. Au! Nein, Zero! Nein! Letzten Leben mit einem Angriff weggewohnt. Der war irgendwie 11. Ah, ich hab fette Finger! Ich hab grad irgendwie 11.500 Schaden, also gemacht mit einem Angriff. Was? Ich hab nur 11.300 Leben. Wegmachen. Oh, heftig. Alter Zero. Alter Zero. Oh, ich hab 75 Wiederbelebungen, also ist es eher ein. Ja, Gott sei Dank. Alter. Ich hätte nie mit einmal weggerufen. Heftig. Einfach in die EP. 38.000 EP, Bonus EP, 219.000. Alter, krass. Krass. Ja, was auf jeden Fall noch ein kleines Thema ist jetzt zum Abschluss der Folge. Ich denke mal, jetzt sind wir durch, oder? Ja, ich glaube ja. Ja. Weil den Mülltypen, mit dem hast du schon gesprochen, oder? Mit dem Mülleimertypen. Ja. Ja, perfekt. Okay. Ein kleines Ding noch zum Abschluss. Der Zero und ich, wir sind dran. Beziehungsweise ich bin noch dran. Der Zero war vorher an dem Thema schon mal dran. Ich weiß nicht, ob es noch ist. An irgendwas mit einer Challenge. Ja. Und ich denke, da wird es bald auch mal ein kleines Update geben, weil wir werden irgendeins von den neueren Games, was wir jetzt haben, als Challenge spielen. Irgendwie. Es rennt nur noch der neue Charakter rum, ja. Alter. Okay, das heißt, ich gehe jetzt auf Kanal 7. Ich habe noch eine Mission. Noch eine? Ja. Kein Ding, dann machen wir die jetzt noch. Wir sind ja erst bei einer halben Stunde. Ich hätte, jawohl. Aber da merkst du halt mal, wie viel Zeit ich mit dem Charakter gequatsche. Ja. Das ist übel. Du kannst ziemlich gut durchwaschen. Ist halt einfach ein Hack and Slay. Was will man sonst erwarten? Ja, aber dafür, finde ich, ist die Story fein. Für das, dass es ein Hack and Slay ist. Nicht nur das, sondern dass es halt auch noch umsonst ist, das Game. Das Game ist immer noch umsonst bei Steam Download da. Denke ich doch, hoffe ich doch nicht, dass ich jetzt irgendeine Scheiße erzähle. Ja. Ich bin doch erstaunt, damit das Update rausgespielt, du schon 5 Jahre alt oder so. Ja, Updates, Leute, Updates. Das Spiel ist umsonst. Deswegen finde ich es überhaupt nicht verwerflich, dass ich in das Spiel ein bisschen investiert habe, um mir jetzt hier einen neuen Skin da oder halt den Skin von der Tante hier zu holen. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann mir vorstellen, dass wir mit den neuen Charakteren das Let's Play weitermachen. Ich könnte es mir vorstellen, aber es kann auch genauso gut sein, dass wir mit unseren, dass wir einfach nur für den Stream die neuen Charakter anspielen und dann aber wieder auf unsere hier zurückwechseln. Das kann natürlich auch sein. Oder was sagst du, Silo? Also es ist beides möglich, möchte ich mal sagen. Ich meine, wenn der neue Charakter jetzt wirklich voll reinläuft, dann kann es auch sein, dass wir uns einfach mit anderen anschließen und ja, kann sein. Ich möchte jetzt nichts versprechen, was nachher nicht stimmt. Ist nicht. Ja, raus.
Und zack. Ich geh wrecked. Ja, dann geh du. Mann! Und drauf sprach ich nochmal. Gut. Ja, Mann, ab unsere Absprache ist immer on point, also immer komplett on point. So muss das. Was so ein Fuß. Ja, jetzt reicht aber mal alle. So, Treffsicherheit erhöht, so ist das richtig. Korrekt. Zieh jetzt noch was? Nee. Weiter geht das! So, Gegner. Doch, Moment. Ah nein, das ist noch das Ding, okay. Scheiße, ich hab schon jetzt wieder über ein halbes Level, Alter. Hey, es fühlt sich an. Es fühlt sich einfach so an wie da, wo wir angefangen haben, in Level 1, 2 und 3. Ja. Ah, kennst du doch die Zeit, wo wir in jeder Folge ein Level-Up hatten? Heftig! Kennst du die Zeit, wo es manche Folgen gab, wo wir gar nicht gekämpft haben? In einem Hack and Slay, du musst dir das immer vor Augen halten! Ich weiß nicht, die ersten zwei Folgen haben wir noch gar nicht gekämpft, oder? Da haben wir geredet. Ja, aber das Schlimme dran ist, es gab auch zwischendrin eine Folge, wo eigentlich gar nicht gekämpft wurde. Ich glaube, wir hatten sehr häufig Folgen, ja, wo wir nur einmal gekämpft haben. Aber ja, es gab auch echt Folgen, wo wir gar nicht gekämpft haben, in einem Hack and Slay, Alter. Das ist halt schon traurig auf irgendeine Art und Weise. Noch ein Gebiet, hallo? Das ist jetzt hier. Das ist das letzte Gebiet jetzt hier. Ah, okay. Alles klar, und dann kommt der Boss. Komm ran hier auf den Meter. Wir gucken, dass wir das unter 35 Minuten halten irgendwie. Ja, komm, boom. Ja, weg das Ding. Go weg, rein in die Masse, Alter. Wie Zero, wenn er immer ins Fitnessstudio geht. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, aber okay. Hey, warum ist das jetzt hier noch nicht frei? Ach nein, scheiße, man muss die Dinger noch aktivieren, gell? Also ich musste hier solche Dinger aktivieren. Ja, die muss man in der Mission machen, aber... Hä? Hast du die Dinger jetzt gerade nicht? Nö. Aber nicht, dass wir jetzt stuck sind, oder? Nee, das kann ja nicht sein. Nee, wir können nicht stuck sein. Ich glaube, du musst hier für die Mission irgendwas aktivieren. Mir gefällt deine Sprachlosigkeit, Zero. Ja, weil ich gerade verwirrt bin. So bleiben wir nicht unter 35 Minuten. Nö. Hey. Geil! Ja, wir sind los. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen wahrscheinlich raus, aber jetzt erstmal außer Aufnahme. Was machst du? Du sollst die Mission abgeben. Du hast die Mission gar nicht abgegeben, oder was? Na, mach ich ja jetzt. Ich hatte ja noch eine Mission gehabt. Achso. Ja, aber wir sind ja jetzt hier nicht fertig geworden bei dem Ding. Das ist, glaube ich, egal. Das ist egal, okay, gut. Ich muss ja nicht den Boss besiegen, muss ja bloß ein paar Gegner touchen. Jo, kann ich nicht abgeben. Scheiße, Alter. Alter, desto mehr ich von den Charakteren sehe, desto mehr Bock habe ich auf den. Ja, ja, du wirst dann halt jetzt einfach nur sehen. Das ist halt einfach. Ja, dann geht das halt instant auf einer Server, also Kanal. Ja, aber selbst so. Hier. Okay, nee, hier gar nicht. Ja, sehr gut. Genau. Perfekt. Ja gut, Simo, dann lass uns mal hier vor den Aaron zusammen hinstellen. Und dann würde ich sagen, jetzt zwischen den Folgen tue ich auf jeden Fall kurz mein Inventar sortieren. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Aber es ist ja eigentlich im Zero seine Folge, deswegen darf der diesen Part eigentlich übernehmen. Ich bin so blöd. By the way. Du kannst von mir aus machen, ich hab damit kein Problem. Alles klar, aber so kriegen wir niemals eine Ordnung ein. Dann fragen wir uns wieder, hä, aber der hat doch da einmal und da. Was hab ich denn für Waffen bekommen? Okay, Golem nee. Vernichter, Golem Bang, Bang Boom, Rigoros Golem Spalter, ja, Golem ist ja jetzt gut, Golem ist gut. Kisaki. Ruhe, ist gut. Lass mich aber, also, pass auf, Leute. Kernaussage dieser Folge: Zero ist geil. SAO gucken, Undertale gucken. Macht's gut bei dir, Freunde. Haut rein und bis dann. Tschüss.